Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Wir spielen heute zusammen Final Fantasy 8. Und ich bin nicht alleine, denn dieses ganze wundervolle Spiel lang wird mich der liebe Mr. Cutterfee begleiten. Hey ho! Huhu! Ja, und ich bin sehr froh. Ich krieg sofort wieder Gänsehaut, wenn ich dieses Intro sehe. Es ist richtig toll. Ja. Und ich bin sehr froh, dass Mr. Cutterfee bei mir ist, denn er hat viel mehr Ahnung davon als ich und kann mir bestimmt sehr oft sehr hilfreich sein. Hoffen wir es mal. Wir spielen diesen armen kleinen Verletzungsquall, der da sitzt. Ach so, arm und klein ist er ja nicht. Aber er ist auf jeden Fall verletzt. Ja. Den bösen Cypher. Ja, böse, böse. Ich mochte den noch nie. Also ich habe das Spiel ganz damals schon mal gespielt, vor 10 Jahren oder so. Und ich erinnere mich nicht mehr an alles, aber an einiges. Also ich spiele es nicht blind, das kann man jetzt nicht sagen. Trotzdem hat Mr. Cutter viel mehr Ahnung. Ja, es ist ein fantastisches Spiel, was man immer wieder spielen kann und was auch einfach nicht irgendwie alt wird, finde ich persönlich. Die Grafik ist zwar natürlich, man sieht es, nicht mehr das Neueste vom Neuesten, aber Wayne, das Spiel selbst ist so fantastisch. Genau, Wayne interessiert. Also ich liebe die ganze Story alleine von dem Spiel und es macht einfach nach wie vor extrem viel Spaß. Auch die Charaktere sind super schön gezeichnet. Also auf jetzt jeden nicht Fall. Optisch, sondern von der charakterlichen Obwohl, Seite her. Es gibt ja manchmal diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diese Szenen einfach. Wo die Rendersequenzen. Genau, wo sie als Video so dargestellt werden und da sehen sie schon schön aus, natürlich. Ja, das, nicht so verpixelt. Das hat Square ja wirklich richtig gut hinbekommen. Das ist ja immer das, was Square mal ganz weit nach vorne gebracht hatte, unter anderem die verdammt geilen Rendersequenzen. Und da generell, die Grafik war ja immer schon einen Tick voraus das bei stimmt. Square. Damals noch Square, jetzt hier ist ja Square Enix. Ja, ich war da auf jeden Fall damals total begeistert immer von diesen Szenen und dachte, oh, wie cool ist das denn einfach? Ja. Nicht einfach nur alles verpixelt. Obwohl damals kam mir das sowieso alles noch viel schöner vor. Damals hat man gedacht, besser kann es nicht mehr werden. Das ist fast eben. Realität. Was soll denn noch kommen? Und jetzt erkennt man kaum das Medizinfläschchen da auf dem Tisch. Und man muss sagen, das ist schon die verbesserte Version. Das ist schon die stimmt. Früher hat man mit 800 mal 600 gespielt. Und das hier ist ja immer schon mal einen Zacken höher Auflösung. Ich meine, hey, die Gardine bewegt sich sogar. Also, das ist doch echt krass. Ja. Aber man sieht natürlich, wie die Charaktere sich einfach vom Schauplatz abheben. Also heutzutage fällt das ja nicht mehr so auf. Oh, damals war das halt so. Damals ist ihm das aber auch nicht groß aufgefallen. Damals hatte man damit weniger Probleme. Auf keinen Fall. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Nicht mal annähernd. Ja. Gut, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in diesem kleinen Krankenräumchen sozusagen. Denn jemand hat uns einen Schnitt in der Stirn verpasst. Genau, wie man im Intro sehen konnte. Und das sah ziemlich schmerzhaft aus. Ach. Gut, Dr. Kadowaki heißt sie. Bist du okay? Jetzt ist die Frage, okay? Klar oder meine Stirn? Natürlich. Klar, wir sind immer okay. Mann, ne? Genau. Ach ja, aber so richtig verzweifelt sieht das trotzdem aus. Treibt nicht ständig Unsinn. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. Ja, das ist ja immer etwas, was in den ganzen Final Fantasy Teilen, also in allen immer möglich war. Man konnte jeden scheiß Charakter und alles, was irgendwie halbwegs wichtig für die Story war, selbst benennen. Das stimmt, das fand ich auch mal ganz cool. Und ja, ich könnte ihn jetzt Mr. Cutterfee nennen, aber das werde ich nicht tun. Passt nicht. Nein, stimmt. Passt auch leider nicht. Das ist auch viel zu lang. Ah, jetzt fällt mir jetzt das auf. Ich hatte doch da so einen Plan. Ich glaube, das wird nichts. Wir lassen ihn, glaube ich, einfach Windböe. Also kann einfach weiter Windböe heißen. Ich habe mich auch entschieden, alle Originalnamen so weit beizubehalten. Die sollen alle heißen, wie sie halt heißen. So, deswegen bestätigen wir das. So. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. War ja nicht weit davon entfernt. Ja, ich wollte es gerade sagen. War schon nah dran am Auge. Sagen Sie das Cypher. Ja, der Bösewicht. Dieser Junge, der hört auf keinen. Da kann ich auch zustimmen, also... Der sieht nicht so aus, wenn er auf irgendjemanden hört. Lass dich nicht mit ihm ein. Schon geschehen, würde ich sagen. Das sind die besten Tipps. Ja, ne? Die besten Tipps. Geh doch weg. Aha. Ja, das ist immer ganz großartig. Kann ich einfach weglaufen? Bei meinem Thema, geh doch einfach weg. Der kam jetzt gut. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen. Dein Ausbilder ist... Ah, Quistis Trepe. Ich werde ihr Bescheid sagen.
Stimmt, spricht man die anders aus. Ich habe sie immer als Quistis, muss ich sagen. Aber das Trepe kann man ja vielleicht auch Treep oder keine Ahnung, wie aussprechen. Ja. Wie man will. Ich nenne sie Quistis Trepe, also habe ich früher mal gemacht. Quistis, hier ist jemand, den du abholen kannst. Oh, sie wird begeistert sein. Total. Ja, ja. Die Verletzung ist nicht schlimm. Die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. Mach dir noch männlicher mit der Narbe in der Stirn. Auf jeden Fall. Wer kommt denn da? Eine verpixelte Dame. Voll die Romantik zerstört. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Was? Noch voll bekifft vom Schlag. Halluzinationen. Und die erste Szene. Ich finde die Uniformen auch so unendlich geil, die anhaben. Auf jeden Fall. Ja, man kann nicht mal sagen, das sind diese Seed-Uniformen, die sind so schick. Ja, das stimmt. Gefällt mir auch sehr gut. Weil seine Klamotte auch nicht schlecht ist. Ja, die mochte ich schon immer irgendwie, weiß nicht. Ich fand den ganzen Typen früher schon so cool. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Denkt sie wahrscheinlich auch nur Halsmaul. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Oh, ich war früher voll aufgeregt irgendwie, als ich das Spiel angefangen habe. Ich dachte so, ja, was kommt denn da alles, wa? Wenn man jetzt aber mal überlegt in dem Intro, auch Squall hat ja Cypher getroffen. Warum ist er nicht auf der Krankenstation? Ja, das ist irgendwie bedenklich. Cypher ist halt der richtige Mann von beiden. Ah, es kommt noch. Wir werden schon noch zum Mann. Sag mal, Squall, gibt es etwas, was dich bedrückt? Halt's Maul. Ja, da würdest du voll keinen Bock auf sie, ne? Nein, nicht wirklich. Oh, jetzt konnte ich... Jetzt war es zu schnell irgendwie. Ja. Ahaha, sie lacht sich Schrott. Was ist so komisch? Achso, ich muss drücken. Ja. Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Naja. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen... Lieblingsschüler. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Die macht sich ein bisschen an mich ran, kann das sein? Ja. Oh Mann. Ich geh mal weiter. Lebt auf einem kleinen Dorf. Kommt nur leider nicht wieder zurück. Ah. Ja. Ball spielen und stricken. Das geht dich. Nichts an. Hihihi. Tö. Und sie lacht schon wieder. Und jetzt. Die ist so toll. Diese Szene. Ach ja. Gänsehaut. Ach, dieses ganze Spiel verursacht Gänsehaut. Wenn man überlegt, ich meine, das Spiel ist von 2008, 2007, ja, krass, 2008, oder? Das ist, also für die Zeit war das unglaublich. Wobei, ich glaube, das stand sogar 1999 vorhin bei mir. Kann auch sein. Noch krasser. Hab ja die Möglichkeit, gerade nachzugucken, du hast ja E-Text. Das stimmt. Guten Morgen. Zunächst zum heutigen Plan. Ich würde so gern mal dahin gehen, wenn es das geben würde. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Seed-Prüfung statt. Wir sind alle aufgeregt. Yay, 1999, du hast recht. Ich bin gut. Nee, ich hab's nur gesehen. Sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Na, zum Glück. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Für den Strickkurs. Um 16 Uhr in der Eingangshalle. Die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ja, ja, passt schon. Ach ja, Cypher. Er guckt nur so. Grummel. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Schon passiert, ne? Ja. Sei bitte vorsichtig. Der böse Blick rüber. Und erstmal auf den Tisch hauen. Voll aggro. Wir sehen uns dann später. Ich find's manchmal auch fantastisch, dass man einfach mitten reingeworfen wird in die Welt. Ja. Und Squall, bitte komm bitte her. Ich muss dich etwas fragen. Wie gesagt, ich war früher so aufgeregt, weil ich habe nichts vorher von dem Spiel gesehen. Ich wusste gar nichts. Ja, und dann, man hat doch keine Ahnung, wer ist man? Ein Kumpel meinte einfach nur, spiel das. Ich so, okay. Und ich war vom ersten Moment an fasziniert. Eben, warum ist man da? Was will man da? Was ist eine Seed-Prüfung?
im Intro sah es so aus, als wären Squall und Cypher Feinde. Und jetzt plötzlich sitzen sie nebeneinander auf irgendeiner, ich nenne es jetzt mal Schulbank oder genau. Weil kommt ja irgendeine Prüfung, also irgendeine Form von Ausbildung, Schule oder sowas. Und es ist so, what? Dabei sah das wirklich 1:1 wie ein richtig krasser, harter Kampf aus einfach. Ja, und ich glaube, das war aber eigentlich haben sie nur ein bisschen trainiert. Ja, ich glaube schon, in Wahrheit. So, haut mal ab da, ich will jetzt mit ihr reden. Du musst noch in die Feuergrotte. Sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Anscheinend bin ich der Einzige, der da noch hin muss, super. Juhu. Oh, er sieht nicht glücklich aus. Ich wollte ja heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Aha, jetzt kennen wir den wahren Grund. So, so. Gibt es einen triftigen Grund? So viel zum Thema, sie kann seine Gedanken lesen? Ja, scheinbar nicht. Nein. Natürlich nicht. Ja, ja. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Wie schön sie es damals auch immer so dick fett markiert haben, dass man es einfach nur finden kann eigentlich. Ja, aber was schön ist, das Tutorial war, ist, oder die ganzen Tutorial-Sachen sind ziemlich freiwillig. Also du kannst jetzt zum Schulrechner gehen und das durchlesen. Du musst aber nicht. Du wirst nicht heute wie heutzutage durch ein Tutorial geprügelt, was du machen musst. Ja. Und das ist auch eine Sache, wir lassen diese ganzen Sachen vom Tutorial möglichst weit raus. Also man kann sich jetzt da wirklich sehr, sehr viel, alles Mögliche durchlesen. Das stimmt. So aber wie das später, ne? Dazu kommen wir noch, wo sie einem was erklärt. Man könnte es überspringen. Man könnte es überspringen. So, wir werden uns das mal ganz kurz hier angucken. Genau, dass ihr einen Einblick habt, aber... Ah, nee, falsche Tasse. Ah! Ja, das ist das Menü. Das gucken wir uns auch später noch an. Herzlichen Glückwunsch, ich habe das Menü entdeckt. Super, ja. Wie war das nochmal? Wie benutzt man den Rechner? Ich glaube, ich muss es einschalten. Ja, sehr kompliziert. Wie man sieht, hat man auch hier noch die Möglichkeit, einfach keine Lust zu machen und doch zu gehen. Ja, und wir schalten Tastatur ist Star Trek. Das ist eine schöne Star Trek-Armatur. Das hat was. Ja, das ist natürlich auch alles wunderbar scharf, also so richtig HD einfach. So, wir haben hier einfach das Tutorial. Wir werden uns das hier alles nur mal kurz angucken. Möchtest du es wirklich? Na gut. Ja, nur mal kurz. So. Ja, gut. Oh, wir haben schon... Ne, okay. Ja, was GFs sind, da kommen wir dann später noch zu. Ich meine, die Leute, die... Gut, wir kommen jetzt dazu. Gut, anscheinend, also wir müssen dazu sagen, wir haben das natürlich vorher mal angetestet, das Spiel, ob alles läuft und so weiter. Und waren schon so weit, dass wir die ersten beiden GFs bekommen haben. Mr. Cutterfee wird euch bestimmt zu gegebenem Zeitpunkt noch erklären, was GFs sind. Und deswegen hat der PC die anscheinend immer noch registriert, obwohl wir ein neues Spiel angefangen haben. Oder sind die immer da drin? Die sind immer da. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du holst sie sozusagen jetzt, oder wenn du Quistis triffst, sagt sie, hey, du hast deine GFs vergessen. Das wird sie jetzt halt entsprechend nicht sagen. Genau. Ein bisschen spoilert man sich eigentlich dann. Ja, ein bisschen. GFs kennen die Leute, die irgendein Final Fantasy Teil gespielt haben, kennen sie das als verschiedene Namen. Also es gibt diese Monster, die man halt beschwören kann, die mit und für einen kämpfen. Gibt es natürlich auch hier. So, die Namen werde ich wieder beibehalten. Und da gibt's auch die... Shiva gehört ja zu denen. Also Shiva würden die Leute, die Final Fantasy kennen, werden auch Shiva kennen. Es gibt einige, die immer Shiva wieder auftauchen. Toll. Und andere, die für jedes Spiel separat sind. So, komme ich hier wieder raus? Ja, also so viel R. Tutorial wollte ich nämlich jetzt zum Beispiel nicht machen, dass wir uns das hier auch noch alles angucken. Ich glaube, mit R kommst du wieder raus. Mit C. Mit auch C, gut. Na gut. So. Es ist ja ursprünglich eine Konsolenimportierung gewesen. Also das ist ein Spiel, was auf der PlayStation kam. Dementsprechend ursprünglich Konsole und wurde dann einfach 1:1 übernommen. Dementsprechend ist die Steuerung auch dezent. Ja, aber ich freue mich schon, dass man es jetzt überhaupt auf dem PC spielen kann. Ja. Vielleicht habe ich das Originalspiel noch, aber es hat schon was. Es ist praktisch. Ja, sich das alles durchlesen. Es gibt natürlich Magie, es gibt Zauber, die man anwenden kann. Achso, hier sehen wir es auch nochmal. GF heißt einfach Guardian Forces, ausgeschrieben. Das sind halt große Monster, die für einen kämpfen können. Also, wie gesagt, wir werden uns das jetzt nicht genau angucken. Wir haben hier auch noch mehr Einfluss. Also, die sind extrem wichtig im Spiel. Die auch, also ich weiß nicht, ich weiß spontan in 10 waren sie auch nicht gerade unwichtig, aber ich habe das Gefühl gehabt, noch in 9 habe ich sie, muss ich sagen, so gut wie gar nicht im Hinterkopf. Ich habe nicht alle gespielt, ehrlich gesagt.
Leider. 7, 8, 9, 10 gespielt. Das hier finde ich eigentlich noch ganz interessant. Wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat, wo man gelandet ist, etc. Hier ja. kann man alles nochmal erfahren, auch was Seeds sind, weil wir sollen ja eine Seed-Prüfung nachher ablegen. Ja. Könnte man ja mal kurz reingucken, was Seeds überhaupt sind. Ja, die Söldnertruppe des Balamgans. Sie arbeiten nach Aufträgen und sind Kampfspezialisten, benutzen Zauber, die mit GF gekoppelt sind. Also im Grunde wollen wir genau. ein richtiger, toller Söldner werden und bekommen dann ganz viele tolle Aufträge wahrscheinlich. Ja, wir sind halt hier im Balamgarten. Es gibt mehrere, wenn man sich das vorstellt. Also kann man schon am Namen sehen, wenn es den Balamgarten gibt, wird es auch andere Gardens geben. Und das sind halt Schulen, in denen man normale Ausbildung macht und man kann auch zum Söldner ausgebildet werden, zum Seed. Und ja, das sind halt Söldner, die dann angeheuert werden können für verschiedene Aufträge. Genau, und wir werden wohl auch so einer werden. Hoffentlich. Wenn wir gut sind. Wenn wir schlecht sind, dann werden wir überhaupt nichts. Dann bleiben wir ein User. Prüfung ist ja geplant. Deswegen. Dann haben wir noch ein Nachrichtenbrett. Mal gucken. Ja, das ist auch sehr, sehr schön, dass da die Welt auch nochmal wirklich dargestellt wird. Es ist nicht einfach nur dieses Spiel, sondern man kann wirklich in die Welt eintauchen, weil sie sich auch so eine Mühe gemacht haben, auf solche Details zu achten. Zu machen. Man ich meine, Mitteilung von der Mensa, vom Ordnungsdienst, vom Bücherdienst, wo man sich dachte, oh, brauche ich nicht. Das ist so krass. Man hat das Gefühl, man ist wirklich gerade in der Schule irgendwie. Ja. Man wird so voll reingesogen in dieses Spiel. Und deswegen fand ich das früher auch schon so genial einfach. Hier komme ich aber gerade nicht raus. Ja. Klick mal einfach irgendwas an. Genau. Täglich wird um die Hotdogs gekämpft. Ach, schön. Das ist einfach total liebevoll. Weil bitte auch keine Zauber oder Waffen in der Messer benutzen. Habe ich auch gerade gesehen. Finde ich auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir raus. Und ein schwarzes Brett gibt's auch noch. Hier können sich alle ausheulen anscheinend im Kummerkasten. Ja, ich bin der Erste. Ja, daran hat sich auch heute nichts Nummer 1. Geändert. Mhm. Sehr konstruktiv, Dumpfbacke, den finde ich gut. Da hat sich auch noch nichts geändert. Wie bitte? Sag zuerst, wer du bist. Das Silbe gilt auch für euch. Und wer bist du? Habt ihr denn nichts Besseres zu tun? Streitet euch gefälligst woanders. Ja, wie recht sie alle haben. Das schwarze Bretter. Das stimmt. Also ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Wer will, kann sich das in Ruhe dann durchlesen. So. XD. Schöner Name, ne? Das könnte aber auch ein Smiley sein. XD ja, ist auch ein Smiley. Deswegen fand ich es gerade so witzig. Und das untere... Oh, doch, das kann man auch anklicken. Weiß nicht, was das ist. Na, da gibt es wird ja natürlich, wenn es eine Schule ist, gibt es natürlich auch ein Schulfest und das muss natürlich ausgestaltet werden und da scheint momentan noch nicht so viel möglich zu sein. Oh. Okay. Alles klar. Naja. Na super. Und der hat scheinbar die Prüfung nicht geschafft und ist jetzt ein wenig. Ja, und als einzelner Mensch stellen wir da ein Schulfest auf die Beine. Ne, er geht ja auch. Er ist ja auch schwierig. Weg von der Schule, hat er ja geschrieben. Besser ist es vielleicht. Ich bin wieder so nett heute. Du bist so nett, ja. Na gut. Aber die ganzen Sachen mit Kampf und alles sowas, das wird dann on the fly erklärt, sage ich erstmal. Das stimmt. Das finde ich auch gerade gut. Puh. Voll erschöpft davon. Das reicht auf jeden Fall. Mehr wollen wir uns hier jetzt nicht aufhalten, beziehungsweise länger wollen wir uns hier nicht aufhalten. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Man kann noch mit so vielen NPCs reden, die alle, also jetzt natürlich nicht, weil sie alle weggelaufen sind. das stimmt. Sehr schön, weil die hätten sich jetzt, das wäre jetzt zum Beispiel echt niedlich, weil die haben dann solche Sachen wie, das war halt der Treppe-Fanclub. Also der Fanclub von Quistis, und die dann so fängt so, oh, das ist so toll, du kannst, oder ich bin so neidisch, du kannst mit Quistis, mit Frau Treppe alleine sein und du kannst mit ihr losgehen und sowas. Boah, ich bin so neidisch auf dich und pass ja auf sie auf, sonst komm ich und hau dich. Alles ist so niedlich, oh Mann, das ist so niedlich gemacht. Die stehen wohl alle extrem auf sie. Ja. So, ich habe jetzt mit Absicht ein bisschen gewartet, weil ich weiß, was jetzt passiert. Verspätet, ups. Bang. Bist du okay? Wie gesagt, ich spiel, glaube ich, auch den netten. Ja. Okay. Oh weh. Ach, geht schon. Ich finde sie so niedlich. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Ah, Mist. Das könnte ich sein. Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Auch hier merkt man wieder, es scheint mehrere zu geben. Ja. Hey, sag! Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen?
Das sind natürlich nett. Das ist jetzt die Frage, weil es geht hier ja nicht um wirklich um nett oder nicht, sondern jetzt geht es darum, dass man selbst den Garten damit ein bisschen erklärt bekommt. Wenn man keine Ahnung hat, kann man jetzt sozusagen mit den beiden zusammen den Garten erkunden. Also würde das wahrscheinlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, denke ich mal, ne? Man kann es machen. Er erklärt einem halt ein paar nette Sachen über den Garten. Ich würde es machen, weil es ist ganz nett. Ja, es ist wie ganz gesagt, nice. Wir sind ja auch der nette Squall und wollen Zeit mit ihr verbringen, weil wir mit Selfie? Einfach nett sind. Ja, ich meine, neues Mädel, da muss man erstmal gucken, erstmal das Vibe abchecken quasi, wie sie so ist. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er sich nicht sonderlich für ein Vibe interessiert. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube auch nicht, aber wie gesagt, na gut. Machen wir es einfach mal, wenn es sein muss. Cool, gehen wir. Sie spackt aber auch immer voll ab. Sie ist so enthusiastisch. Wir gehen am besten runter in die Eingangshalle und sehen uns den Wegweiser an. Klingt schon mal nach einem Plan. Ja. Achso, jetzt hängt sie mir die ganze Zeit am Arsch. Genau, sie ist jetzt in deiner Gruppe. Ich dachte, jetzt kommt so was Automatisches. Das hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Nee. Ja, wundervoll. Auch das noch. Hätte ich bloß und nicht mehr gut gemacht. Dort jetzt noch die Person stehen, mit der du auch noch reden kannst, solltest. Ja, da ist eine Person. Hey, warte mal. Willst du sie haben? Das klingt die Frau irgendwie hinter mir? Nein, will ich nicht. Ja, das klingt voll falsch. Oder Drogen oder so. Guck mal, wie der da schon steht. Irgendwie mit einem Hut oder was ist das? Nee, doch nicht. Aber es sieht so aus. Ja, stimmt. Diese Karten habe ich von meinem Bruder, aber ich kann damit nichts anfangen. Hier, nimm. Gut, es geht nur um Karten. Ganz harmlos. Hm? Wie man mit diesen Karten spielt? Keine Ahnung. Öffne doch das Menü und schau im Tutorial unter Karten nach. Dort bekommst du alles erklärt. Das würde ein Mensch auch wirklich so zu dir sagen. Ja, natürlich. So von wegen drück auf den Knopf auf deinem Arm. Ja, auf jeden Fall. Wenn du mit jemandem Karten spielen willst, drück einfach S. Soll wohl unter Spielern genauso viel heißen wie Spiel mit mir. Spiel mit mir, ja. Ach ja, ich selbst habe keinen blassen Schimmer vom Kartenspiel. Willkommen im Club, sage ich da nur. Und wir haben 7 Karten erhalten. Triple Trial, ein so tolles Spiel. Kann man Stunden mit verbringen. Fast genauso wie Blitzball in Final Fantasy X. Ja, doch, daran erinnere ich mich. Ich habe das Spiel nicht ganz gespielt, aber Blitzball sagt mir noch was. Ja, also ich denke mal, das mit den Karten wirst du mir auch zu gegebener Zeit noch erklären, weil ich habe es damals null verstanden, glaube ich. Ich war einfach... Kann man machen. Es ging jetzt nur darum, dass man diese 7 Karten jetzt bekommt, damit man sie hat. Genau, ich kann euch das noch mal ganz schnell zeigen. Hier können wir immer unsere Karten einsehen. Und es gibt halt eine ganze Menge. Diese wunderschönen verpixelten, ich meine HD-Karten, sind alle noch ziemlich lame. Also Level 1-Karten und so kleine lame Monster. Gucken wir was das alles uns ist, später alles an. Genau. Es gibt übrigens, das kann ich ja schon mal sagen, es gibt eine App, eine Smartphone-App, wo man dieses Spiel auch spielen kann. Echt? Wie geil ist das denn? Triple Trial. Ach, wie cool. Die habe ich auch auf meinem Smartphone. Ja, wenn ich das Spiel irgendwann kann, dann hole ich sie mir vielleicht auch. Jetzt die haben sogar Fahrstühle eingebaut. Das ist so episch alles. Ist eine interessante Sache. Da ist der Wegweiser. Ein interessantes Setting. Dieses im Endeffekt Crossover. Du bist in irgendeiner Welt, die technologisch entwickelt ist. Du hast Fahrstühle, du hast Computer und dergleichen. Auf der anderen Seite kämpft Squall aber mit einem, man hat es ja gesehen, mit Schwertern. Das die beiden haben mit Schwertern gekämpft. Es gibt Magie. Also es ist ein sehr krasses Crossovers im Setting. Das ist der Wegweiser. Achso, sorry. Aber halt Final Fantasy typisch so. Ja, das stimmt. Das ist der Wegweiser im Erdgeschoss. Der Balamkan ist groß. Schau lieber auf die Tafel und gib hier dein Ziel ein. Frage! Oh Gott, sie nervt schon etwas, oder? Wie benutzt man die? Wo ist ein Kleinkind? Ich drauf. Mit der Richtungstaste und X das Ziel bestimmen. Als nächstes erkläre ich dir die einzelnen Baukomplexe. Okay. Im Norden sind die Quartiere. Fast alle Schüler wohnen in diesen Quartieren. Nur die wenigsten pendeln von außerhalb. Ja, ich habe auch ein Quartier gemietet. Okay, das klingt voll deprimierend. Ich habe gerade irgendwie an was anderes gedacht, ich weiß auch nicht. Hier kannst du dich umziehen und ausruhen. Mehr nicht. Das wollen wir aber nicht sehen, wie sie sich umzieht. Wirklich nicht. Gut, so verpixelt. Im Westen des Nordflügels ist die Mensa. Das Hotdog ist sehr beliebt. Wenn du eins willst, musst du anstehen. Ich hab's mir fast gedacht. Hab's verstanden. Im Osten des Nordflügels ist der Parkplatz.
Wenn eine Mission ansteht, fahren wir meistens von hier aus mit einem Gartenauto. Nicht, dass ich schon mal eine Mission mitgemacht hätte, denn ich habe meine Seed-Prüfung noch nicht bestanden. Aber ich lebe mal in der Wir-Form. Etwas mystisch. Und ich frage mich gerade, wie so ein Gartenauto aussieht, aber das werden wir schon auch noch erfahren. Ja. Im Süden steht nur das Haupttor. Nur? Immerhin. Nur. Richtig, Quiztreppe, meine Ausbilderin wartet ja am Haupttor. Boah, das finde ich auch toll, dass sie das nochmal so einblenden, wenn man voll verpeilt ist und alles vergessen hat, was man eigentlich machen soll. Ja. Da erfährt man es dann nochmal so nebenbei. Hm, was ist los? Nichts. Das ist der A-Flügel. Hier ist gleich der Schulhof. Da wird gerade etwas vorbereitet. Ja, ich weiß. Das Schulfest, ich mache im Komitee mit. Wenn du magst, können wir es gemeinsam machen. Um Gottes Willen. Der Arme, ich glaube, der hat Besseres zu tun. Keine Antwort, ne? So, weiter im Text. Ja, ich sag schon alles. Ja, er hat auf jeden Fall Besseres zu tun. Auf jeden. Im Westen ist das Lazarett, beziehungsweise die Krankenstation. Normal gehst du dahin, wenn du verletzt bist, aber es gibt Leute, die dort einfach nur rumhängen. Okay, schöner Ort zum Rumhängen. Ja. Wie heißt denn der Arzt? Das ist wichtig. Frau Dr. Kadowaki. Hab ich mir auch gerade so gedacht, hä, ist das jetzt so wichtig? Was, nach den Mensa-Leuten fragt sie nicht? Ja. Im Osten schließlich ist die Übungshalle. Die einzige Einrichtung, die du auch nachts benutzen kannst. Sehr schön. Es heißt zwar Übung, die Monster dort drin sind jedoch echt. Ach nee. Wenn du nicht aufpasst, kannst du sogar ums Leben kommen. Boah, ich werde Acht geben. Südlich des B-Flügels ist die Bücherei. Deswegen auch B-Flügel. Hier kannst du dir Bücher ausleihen, aber meistens ist es einfacher, im Schulrechner nachzuschauen. Oder bei Wikipedia. Ja, genau. Du weißt, dass im zweiten Stock die Klassenzimmer sind? Jetzt schon. Also, ja, weiß ich. Im dritten Stock ist das Direktorat. Du brauchst aber eine Genehmigung. Natürlich. Frage, wie heißt der Direktor? Das ist eine interessante Frage. Sollte man aber wissen, wenn man schon eingeschrieben ist. Eben. Hat vielleicht unterschrieben. Bitte, Mädchen, werde erwachsen. Direktor Sid. Alles klar, das wäre alles. Hab verstanden. Na, hoffen wir es mal. Sehr schön übrigens, Direktor Sid ist ja ein Name, der auch in allen Final Fantasy oder so gut wie allen Final Fantasy Teilen vorkommt. Das finde ich auch immer so schön, dass du immer diese Erkennungspunkte hast. Hey, hör mal, du nimmst doch heute an der Seed-Prüfung teil. Ja. Dann sehen wir uns vielleicht nachher. Die Theorie habe ich in meinem alten Garten gemacht. Oh Gott. Ich nehme heute auch an der Seed-Prüfung teil. Ich wünsche uns beiden Glück. Und danke, danke. Auch sehr interessant damit, endlich haut sie ab. dass diese Seed-Einheiten nicht, oder diese Söldner-Einheiten, die Seeds, nicht etwas vom Balamp-Garden an sich sind, sondern dass das ein Prinzip der Garden, also aller Garden zu sein scheint. Ja, stimmt. Da hast du Weil recht. Sie hatte das ja auch. In ihrem Garden. Ja, ich hoffe, sie macht das nur nicht mit uns zusammen dann, dass wir sie noch am Hals haben. Aber schauen wir mal, ne? Ich ahne. Kann vielleicht schlimmer kommen, also ich meine, wer weiß. Gucken wir einfach mal. So. Und da ist schon der erste Speicherpunkt. Genau. Das sind die. Denn in diesem Spiel gibt es leider Speicherpunkte nur. Naja, fast nur. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten zu speichern. Entweder in Gebäuden, sage ich jetzt mal, oder in Dungeons kann man immer an diesen Speicherpunkten speichern, ansonsten gar nicht. Auf der Weltkarte kann man allerdings überall speichern. Kannst du nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe? Dann kann ich nicht speichern. Dann ist das nämlich grau unterlegt. Geht nicht. Möp. Ich muss also wirklich in so einem Speicherpunkt drin stehen. Und erst wenn das erscheint, dann kann ich auch wirklich speichern. Und das werden wir jetzt natürlich auch nochmal tun. Nochmal vor allem. Mal tun. Mal tun. In Steckplatz 1, so wie auf der PlayStation. Wunderschön. Ja, richtig schön, ja. Ach ja, es hat was. Ach, der Spielstand existiert tatsächlich noch. Naja, wir überschreiben das Ganze jetzt natürlich. Denn das ist jetzt unser richtiger Spielstand. Bei den CD1. Ich habe die CD-Version, die liegt hinter mir. Das sind 4 CDs. Stimmt, das waren 4 Stück, ne? 5 sogar. Die Installations-CDs sind 4 Spiel-CDs. Boah. Das war richtig massiv damals. Ja.
Ja, und ich weiß nicht, was die Zeit sagt. Das war jetzt die erste Folge, denn sie geht schon eine halbe Stunde, fast schon drüber eigentlich. Aber gut. Aber das die Folgenlänge können. Intro. Genau, die Folgenlänge können in diesem Spiel auf jeden Fall variieren. Darauf könnt ihr euch einstellen, weil man muss ja immer erst diesen Nupsi hier suchen. Die gibt's nicht immer, außer man speichert halt in dieser Overworld. Ja, denn vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Mr. Katafi wird uns das komplette Spiel hinweg begleiten. Hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, die erste Folge. Mir macht es auf jeden Fall jetzt schon mega viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.